Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Video zu Battlefield 5. Heute habe ich mir gedacht, kann man sich mal die Zeit nehmen und mal ausführlich und gemütlich über diese aktuelle Battlefield-Situation sprechen, die wir jetzt mittlerweile haben, dadurch, dass ja jetzt angekündigt wurde, dass das Spiel im Prinzip ab Juni fertiggestellt ist, was Content angeht. Und jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen meine Gedanken dazu teilen, denn jetzt habe ich noch neues Gameplay und so weiter und jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Zeit dafür, mal ein bisschen mehr darüber zu quatschen mit euch. Und das allererste, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist meine Motivation, die mich bei Battlefield 5 oder die mich zu Battlefield 5 gehalten hat, das weiter zu spielen und weiter zu hoffen und so weiter. Und da würde ich ganz gerne mal damit anfangen, dass man nie 100% sicher war, wann wird oder bis wann wird Content produziert und was wird als nächstes auf uns zukommen. Denn ich würde jetzt ganz gerne mal, nachdem wir diese ganzen ersten 5 Kapitel hatten, die alle total chaosmäßig und katastrophal waren, da waren ja immer irgendwie Map-Delays und dann hast du ja noch hier diesen Firestorm-Modus, der komplett für einen Hintern war, sage ich jetzt in dem Sinne mal. Die haben den ja immer noch nicht Free-to-Play gemacht, warum auch immer, das verstehe ich bis heute nicht. Und dazu kommt dann noch die Sache mit Combined Arms und Time-to-Kill-Changes, die kein Mensch verstanden hat und was meiner Meinung nach niemals, niemals, niemals überhaupt niemals gemacht werden sollte, nachdem das Spiel über Monate schon raus ist. Denn ich frage mich dann an der Stelle, wozu gab es eine Alpha, wozu gab es eine Beta? Ich verstehe nicht, wieso man das Gunplay in einem Shooter-Game im Nachhinein, nachdem es eine Alpha, eine Beta und Monate nach Release das alles schon gab und das dann im Endeffekt dann nochmal über den Haufen geworfen wird. Das ist für einen Shooter ist es eigentlich schon Katastrophe, Freunde. Und vor allem für einen AAA-Shooter. Ja, und was mich im Prinzip jetzt an dieses Spiel gebunden hat und was mich noch weiter hat hoffen lassen, war dann im Prinzip die ständigen leeren Versprechen, sage ich mal, über die ganzen Kapitel. Es soll das kommen, es soll das kommen, es soll das kommen. Und man hat sich immer wieder gedacht, okay, geil, danach wird es dann endlich cool, noch mehr spaßig und so. Kapitel 6 hat das Ganze dann im Prinzip wieder in die richtige Richtung gelenkt, denn damit kam das große Pacific Update, erstmal mit natürlich zwei neuen Maps, Iwo Jima und Pacific Storm, und da war ich natürlich hellauf begeistert, weil ich mir dachte, zwei neue Fraktionen, mega geil, direkt zwei neue Maps, mega geil, Beach Landing bei Iwo Jima und bei Pacific Storm direkt bei zwei Maps, das ist ja Hammer, neue Panzer, neue Flugzeuge, neue Waffen, alles ikonische, die M1 Garand, die Bar, die Browning und wie sie alle heißen, das sind alles so Waffen. Natürlich wünscht man sich das für ein World War II Setting und natürlich freut man sich dann auch, wenn man dann noch sieht, geil, jetzt sind da die ganzen authentischen Cosmetics teilweise mit dabei, zumindest bei den Amerikanern, bei den Japanern weiß ich es nicht größtenteils, da habe ich mich nie mit beschäftigt. Und ja gut, abgesehen, dass auf den Shermans irgendwie US, was stand da drauf, auf jeden Fall nicht US Marines, sondern irgendwas anderes, keine Ahnung, das natürlich meckert da der ein oder andere, mir war es im Endeffekt dann auch egal, weil ich mir dachte, Hauptsache die Shermans sind halt da. Ja, und dann kam natürlich auch noch Wake Island. Ich sage euch ganz ehrlich, Wake Island ist jetzt nicht so eine Map, wo ich sagen würde, da habe ich richtig Bock drauf gehabt, dass die dann noch kamen, weil ich finde die Map nicht so geil, persönlich so, keine Ahnung. Ich finde die ist irgendwie sehr, ich weiß nicht, das ist wie Al Sundan, man läuft immer ewig von A nach B und so weiter. Ich weiß, es gibt die Boote, mit denen man dann über den See kann und so, oder übers Meer, See, vor allen Dingen sage ich See, rüberschwimmen bzw. fahren kann und so. Aber irgendwie hat die Map mich nicht so gepackt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Iwo Jima und Pacific Storm waren da meiner Meinung nach viel besser. Vor allem, weil es auch nicht wieder irgendeine recycelte Map war. Ich bin da nicht so ein Freund von. Weil, keine Ahnung, im Endeffekt heißt das für mich, dass sie sich nicht so viel Mühe geben wollen, mal was komplett Neues aufzubauen. Denn heutzutage, ihr wisst es selber oder ihr merkt es selber, die ganze Resident Evil-Reihe wird remastert, Final Fantasy wird alles remastert, Crysis kriegt jetzt ein Remaster, das ist das Einzige, worüber ich mich tatsächlich freue, muss ich ganz ehrlich sagen. Call of Duty remastert irgendwie seit Jahren irgendwelche Modern Warfare-Teile. Und jetzt kam ja noch Modern Warfare 2 als Remaster, Modern Warfare 3 soll auch noch als Remaster kommen und ich verstehe dann irgendwie nicht, sag mal, haben wir nicht irgendwie innovative, kreative Menschen da draußen, die vielleicht auch mal was Neues machen wollen und nicht mal alles remastern wollen? So, ich verstehe das nicht. Aber gut, das ist halt meine Meinung, ne? Das soll jetzt nicht böse gemeint sein. Und ja, deswegen, Salomoneninseln, als die Map dann als vierte rauskam, die fand ich am geilsten.
Denn das ganze Dschungelfeeling, das hätte für mich auch gerne noch ein bisschen mehr sein können. Nicht nur diese kleinen Abschnitte da. Die haben das Ganze übelst rausgerissen. Ich fand, das war richtig geil, die Atmosphäre da drin. Und als ich auch nach dem Predator Easter Egg da geguckt habe, das war irgendwie so voll düster, fand ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich da allein auf der Map im Custom Game rumgelaufen bin, habe ich mir echt gedacht, oh mein Gott, hörst einfach jedes Geräusch. Und wenn du dann noch weißt, dass da irgendwo dieses Easter Egg versteckt ist, dann denkst du dir dann auch so, ja, das kann schon ein bisschen unheimlich sein. So, ich weiß nicht. Wenn eine Map einem das schon geben kann, und dann zusätzlich im Multiplayer noch so viel zu bieten hat, durch diese ganze Tarnung, man muss höllisch aufpassen, wo man lang geht, in jede Ecke reingucken und so weiter. Man kann richtig gut flanken. Das war für mich mit einer der geilsten Battlefield 5 Maps, neben beispielsweise Arras, Rotterdam, wobei ich Arras noch höher stellen würde als Rotterdam. Vernichtung war auch eine super geile Map, weil die mir das erste Mal auch so ein bisschen dieses Feeling gegeben hat, dass man sich da in einem World War II-Setting befindet, durch diese ganzen zerbrochenen oder eingestürzten Ruinen. Überall Asche und so weiter, das war richtig geil und Nice. wenn dann irgendwann noch das ist da bei Vernichtung auch so eine Art Wettereffekt, dass dann auf einmal so Flugzeuge kommen und diese roten Rauchsignalraketen darunter schießen, das ist einfach mit den Sirenen noch so geil gemacht, fand ich. Und ja, das war im Prinzip das alles, was mir so Hoffnung gegeben hat, dass es irgendwann richtig läuft. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, nach dem Pacific Update, weil ich dachte, oh geil, jetzt gehen sie den richtigen Weg. Alles wird ikonisch, alles wird authentisch und jetzt kann man sich endlich auf die Russen freuen und auf Amerikaner in Europa oder also von mir aus halt Normandie wäre natürlich meiner Meinung nach optimal gewesen. Italien hätte mich auch interessiert, von mir aus auch Afrika wäre auch geil gewesen. Hauptsache irgendwie noch was Innovatives. Und auf einmal kriegt man dann diese Nachricht, dass auf einmal alles zunichte gemacht wird, nachdem man so große Hoffnungen auf einmal hatte, nach diesem geilen ersten geilen Update mit ordentlichem Content und so weiter. Und alle waren begeistert, vor allen Dingen, nachdem sich dann endlich diese Lage mit der Time to Kill irgendwann mal beruhigt hat und so. Ja, und auf einmal kriegt man dann so einen Schlag in die Fresse, ne? Und dann heißt es auf einmal, ja, nee, Content kommt dann noch so jetzt eine neue Map in Libyen irgendwie. Und dann gibt es dann noch irgendwie noch ein paar Waffen, die schon seit Jahren, kann man ja schon sagen, oder seit einem Jahr zumindest, zurückgehalten wurden, die ewig in den Files rumhängen und irgendwelche Cosmetics, die ewig zurückgehalten wurden und Tarnmuster für irgendwelche Fahrzeuge, für Flugzeuge, für Panzer und so weiter. Tank Customizations kommen raus, 2, 3 Monate später heißt es ja, Spiel ist tot, beziehungsweise kommt im Juni noch ein Update und das war's. Da denke ich mir auch, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und Temporal selber hat ja auch schon gesagt in einem Tweet, dass es russische Waffen, beziehungsweise Cosmetics, irgendwelche Files, die mit den Russen zu tun hatten, in Verbindung gebracht wurden und also in Verbindung gebracht wurden mit einer Fraktion, mit einer neuen, die dazukommen soll. Und das stand halt irgendwo in den Files. Ich habe halt ein Bild davon irgendwo von seiner Aussage. Ich kann euch das gerne mal hier einblenden an der Stelle. Und ja, das heißt ja im Prinzip auch schon, dass von Anfang an irgendwo geplant war, an einer gewissen Stelle die Russen als neue Fraktion ins Spiel zu bringen. Aber aus irgendeinem Grund, den keiner von uns versteht und wahrscheinlich auch nie erfahren wird, haben Sie sich gedacht, dass alles über den Haufen geworfen wird und keine neuen Russen-Fraktionen oder generell neue Fraktionen dazukommen, keine neuen Maps, keine neuen Kapitel? Das war irgendwie das, was mich am meisten irritiert hat. Dass nach Kapitel 6 auf einmal gesagt wird, das war das Letzte so. Punkt. Normalerweise kamen dann nach Kapitel 6 noch so Statements: Ja, freut euch schon mal, was als nächstes kommen wird. Wir haben einiges, was noch irgendwie in der Mache ist und so bla bla. Und auf einmal, ja, nee, doch nicht. Also Kapitel 6 war jetzt übrigens das Letzte so. Nachdem es halt schon irgendwie seit 2, 3 Monaten und wenn nicht sogar 4 Monaten draußen ist, kommt dann auf einmal die Aussage, ja, das war das Letzte. Ich mach die Sprengladung scharf. Warum sagt man das nicht gleich? Das muss ja irgendwie eine sehr kurzfristige Kurzschlussaktion von irgendjemandem da oben bei DICE gewesen sein, der dann gesagt hat: Leute, ich sehe hier gerade die Zahlen, das läuft nicht. Wir setzen jetzt alle Teams auf das neue Battlefield an und gucken, dass das ein neuer Hit und neuer Kracher wird. Und es macht keinen Sinn mehr, Ressourcen in Battlefield 5 zu verschwenden. Das ist für mich so die einzige plausible Erklärung, vor allen Dingen in Kombination mit der Aussage von Pat Welch bzw. Freeman, der Community Manager, der dann noch gesagt hat, wir haben eigentlich die Technologie,
Aber es geht im Prinzip immer um die Prioritäten, die wir setzen und die Manpower, die wir dann für verschiedene Gebiete bzw. Aspekte des Spiels einsetzen, zum Beispiel irgendwie neue Cosmetics oder neue Maps oder authentische Uniformen, die dann nochmal reworked werden, Tanker Simulation, Community Games und Anti-Cheat und so weiter. Das braucht ja alles unterschiedliche Manpower. Und ich gehe mal davon aus, dass nicht jeder Entwickler bei DICE alles kann, sondern dass es halt so Teams gibt, ne? Die einen sagen, die machen jetzt die Maps, die anderen sagen, die machen die Cosmetics, die anderen machen die Tanker Simulations und Gunplay und so weiter und so weiter. Und dass sie da halt hingegangen sind und gesagt haben, okay, das canceln wir, das stoppen wir jetzt alles, wir ziehen jetzt die Notbremse und rücken mit allen Leuten ab und gehen zum nächsten Spiel über, indem wir jetzt sagen, wir machen noch zwei, drei große Updates jetzt so im Mai und im Juni. Und das war es im Prinzip dann auch schon. Wir geben denen noch ihre Community-Game-Einstellungen, dass sie dann wenigstens ihre eigenen Server machen können, damit die Leute zumindest zum Teil zufrieden sind. Und das war's. Und wie gesagt, ich glaube, dass es sehr stark mit dem Ressourcenmanagement zusammenhängt. Wenn Battlefield keine Cash-Cow mehr ist, dann weg damit und wir gehen direkt zum nächsten Titel über, kann man sich halt so mehr oder weniger vorstellen. Und das macht dann, abgesehen von Pat Welchs Aussage, nochmal mehr Sinn, wenn man dann die aktuelle Situation mit dieser Corona-Geschichte sieht, dass sie sowieso gerade nicht so die Möglichkeit haben, genug Zeit zu investieren in dieses Spiel und sich dann vielleicht allein schon, weil die Zeit dann knapper wird, weil alles länger dauert durch das Homeoffice und so weiter, die dann erst recht gesagt haben und das nochmal bekräftigt wurde dadurch, dass sie dann sagen, nee, wir fangen jetzt an, Battlefield 6 ordentlich zu machen, damit wir das wenigstens in unserem vorgesehenen Zeitplan releasen können, bevor wir da auch wieder sagen müssen, wir müssen das verschieben und dann wird es noch mehr Shitstorm geben oder so, weiß was ich. Dass sie deshalb halt Battlefield 5 jetzt so mehr oder weniger zum Abschluss bringen wollten. Was für uns natürlich eine totale Katastrophe ist. Ich bin ultra enttäuscht, ich bin super enttäuscht, weil ich halt wie gesagt die ganze Zeit Hoffnung hatte nach Kapitel 6. Jetzt geht's endlich los. Jetzt startet Battlefield aus der Beta heraus, die halt schon seit 2018 existierte, bis 2020, beziehungsweise Ende 19. Und jetzt kann man endlich mal sagen, Battlefield wird so langsam der Shooter, das Shooter-Game, das man sich gewünscht hat. Ja, und nee, doch nicht. Das ist halt schon krass. Es gibt so viele Settings und es gab so viel Potenzial, was sie hätten machen können. Und ja, im Endeffekt wurde nichts daraus. Und wenn ich auch überlege, wie viele Waffen noch da in den Files hängen, die Chauchat zum Beispiel, die russische Waffe ist ja auch nochmal ein Indiz dafür gewesen, die geleakt wurde von Temporal, dass dann halt tatsächlich irgendwann mal Russen hätten kommen sollen. 5 gegen 5 wurde auch gecancelt, es wurde so viel durcheinander gebracht und so viel Chaos angerichtet da irgendwie mit den ganzen Live-Service-Updates und Möglichkeiten, was sie alles bringen wollten. Ich glaube auch wieder zum Teil, dass sie sich einfach viel zu viel vorgenommen haben und im Endeffekt gemerkt haben, die können das alles gar nicht bewerkstelligen, weil das muss ja auch alles irgendwie getestet und gefixt werden, falls irgendwie Probleme auftreten. Und ja, dass es im Endeffekt alles irgendwie nicht geklappt hat, wie man es sich im Endeffekt vorgestellt hat. Und der Live-Service, meiner Meinung nach, dann am Ende gar kein Live-Service war. Sieht man auch im Endeffekt an Kapitel 6. In der letzten Woche oder genau, doch jetzt in diesem Kapitel, wo wir dann von, ich weiß nicht, wie viele Wochen das jetzt waren, aber sagen wir mal 80% der Wochen, wenn nicht sogar 90 oder noch mehr, ich habe jetzt nicht nachgezählt, waren alles Tier-Skips bzw. Tier-Skips im Kapitelbelohnungssystem. Man konnte immer eine Stufe aufspringen und aufsteigen und so weiter. Das war halt totales Chaos. Also, und dann haben die ja noch die Elite-Skins angekündigt, die kommen dann wahrscheinlich auch irgendwann jetzt im Mai. Pat Welch hat gesagt, das Mai-Update findet definitiv statt. Ob das jetzt Anfang oder Mitte Mai kommt, weiß man nicht. Ich gehe eh wieder davon aus, dass es Mitte Mai, wenn nicht sogar Ende Mai kommt, weil wir wissen ja mittlerweile, dass das bei denen alles immer länger dauert und man kann sich nicht auf die verlassen, was diese ganzen Updates angeht und so weiter. Also, ihr merkt auf jeden Fall in meiner Stimmung schon, man ist schon echt pisst, weil es ist einfach. Es bestätigt sich halt immer wieder, dass man enttäuscht wird von denen. Und das ist halt super ätzend, weil man eigentlich nicht enttäuscht werden will. Man freut sich ja, wenn man spielen kann, wenn man neue Maps hat, wenn man neuen Content zeigen kann. Gerade als Content Creator habe ich überhaupt keine Lust und gar kein Interesse daran, so Videos zu machen wie jetzt. Einfach die Enttäuschung rauszuhauen, die einem die ganze Zeit inne wohnt, dass man halt unbedingt ein Spiel sich vorgestellt hat, was halt richtig geil hätte werden können und im Endeffekt wurde es dann, naja, in die Mülltonne getreten, kann man schon so sagen. Und das Video geht halt im Prinzip schon fast 15 Minuten. Ich laber hier schon 15 Minuten darüber. Und ich könnte noch so ultra viel mehr sagen. Ich könnte noch so viele Themen aufgreifen. Genau, Anti-Cheat würde ich gerne auch noch mit anknüpfen hier. Die haben dann in dem Blogpost gesagt, dass sie an Anti-Cheat weiter arbeiten wollen.
und das irgendwann noch rausbringen wollen in irgendeinem Patch, wo ich mich dann frage, Leute, das Spiel bringt ihr jetzt im Juni zu Ende und im Juni, irgendwann zwischen Juni und Mai, wollt ihr einen Anti-Cheat-Patch rausbringen irgendwann, nachdem das Spiel schon 2 Jahre fast gelaufen ist, beziehungsweise anderthalb kann man ja sagen, dann wollt ihr erst ein Anti-Cheat-System rausbringen, nachdem das Spiel dann angeblich abgeschlossen ist und eigentlich kein Mensch mehr dieses Spiel dann spielen möchte, weil man merkt, okay, es kommt kein neuer Content mehr. Also, das finde ich halt auch wieder, das ist ein starkes Stück, ne? Wenn man das mit vergleicht mit Valorant beispielsweise, oder nehmen wir auch Call of Duty Warzone. Valorant spiele ich, Warzone habe ich noch nicht angefangen, da habe ich halt auch gehört, dass da so viele Cheater die Runde gemacht haben, aber genau das ist halt der Punkt. Warzone wurde von Cheatern überlaufen und auf einmal kommt dann jetzt, oder kam jetzt in den letzten Wochen ein Patch, der das ganz lustig gelöst hat, indem er gesagt hat, wenn die KD zu krass ist und wenn das Spielerverhalten zu auffällig ist, werden diese Leute alle auf denselben Server gepackt und wenn die cheaten, dann cheaten die halt alle gegeneinander, so. Und das finde ich ist ja schon mal ein starkes Stück, dass man sich das halt so ein bisschen versucht, dass man das versucht lustig zu lösen, und die Leute dann mehr oder weniger befreit von diesen anderen, von diesen Cheatern. Denn man hat ja auch schon gemerkt, dass dort, das habe ich halt auch gelesen, viele Crossplay-Spieler, die zum Beispiel auf PlayStation oder Xbox waren, gesagt haben, okay, auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock, da gehe ich lieber wieder zurück und mache Crossplay aus, dann spiele ich mit meinen Leuten auf der Konsole, dann weiß ich wenigstens, dass da keiner anhat oder kein Aimbot oder was weiß ich. Außerdem habe ich Temporial nochmal extra explizit auf Twitter angeschrieben, auch in eurem Interesse, ob er es eventuell für möglich halten könnte, ich will euch an der Stelle null Hoffnung machen. Also wirklich, ich möchte jetzt nicht, dass einer von euch denkt, oh geil, da könnte ja vielleicht doch noch was kommen. Und dann ist er im Endeffekt noch mehr enttäuscht. Aber ich persönlich wollte es unbedingt wissen, was die Meinung vom Meisterleaker ist. Und deswegen habe ich ihn bei Twitter angeschrieben und gefragt, sag mal, wie siehst du das denn jetzt eigentlich? Hast du die Vermutung oder könntest du es für realistisch halten, dass DICE hingehen könnte mit einem heimlichen Patch, der nicht irgendwie zu viel verrät im Vorfeld und nichts geleakt werden kann, dass vielleicht im Juni tatsächlich sogar noch die Russen als oder die Sowjets als neue Fraktion hinzugefügt werden können, als Überraschungsupdate für uns, womit keiner rechnen würde und wir dann im Endeffekt doch nochmal super happy wären dadurch. Und er sagte halt dazu, dass er das nicht für realistisch sieht, weil das Update halt schon ziemlich groß sein müsste, womit er natürlich auch recht hat, denn es würden die Russen als neue Fraktion dazukommen, es würden wieder neue Cosmetics gemacht werden müssen, neue Charaktere erstellt werden müssen mit den Gesichtern, mit den Animationen. Es müssten neue Waffen gemacht werden, neue Fahrzeuge, neue Maps dafür. Das ist halt ein ultra riesiger Aufwand, neue Flugzeuge zum Beispiel auch noch. Und das alles insgeheime dann irgendwie in einen Patch reinzubringen und zu updaten und zu sagen, hier Leute, übrigens, wir haben euch verarscht, es gibt jetzt doch noch Kapitel 7 mit der Russenfraktion. Das wird wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich sein, hat er gesagt. Und ich gehe auch davon aus, dass es nicht mehr passieren wird. Es wäre natürlich wünschenswert, aber die Hoffnungen an der Stelle gehen schon gegen Null und deswegen wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen. Wie viele Waffen dann im Endeffekt kommen werden und ob es dann mehr als eine Map wird, was ich sehr hoffen werde oder hoffen würde, denn im Endeffekt eine neue Map als Abschluss für dieses Spiel ist total Katastrophe meiner Meinung nach. Wir hoffen natürlich, dass es mehr wird und dass es jetzt nicht so wie der Untergang der Titanic abläuft und dann im Endeffekt nichts Großartiges, Erwähnenswertes, Neues mehr kommt. Und ja, ansonsten denke ich, bin ich nach fast 20 Minuten Gequatsche mit euch, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, fertig und würde sagen, wir sehen uns trotzdem noch auf dem Schlachtfeld. Checkt meine Kriegsgeschichten-Let's Plays aus, die sind jetzt auch langsam, neigen die sich dem Ende zu. Bin jetzt, glaube ich, gerade durch. Tyrael'Lur sind jetzt die nächsten Parts, die ich in den nächsten Tagen hochladen werde. Und ansonsten, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn es neue Updates gibt oder so, ich werde auf jeden Fall alles berücksichtigen und hier in die Videos packen. Ich würde sagen, wir sehen uns wie immer auf dem Schlachtfeld. Macht's gut, bis dann noch rein, bleibt gesund und ciao, ciao.